Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das neue Coronavirus hat innerhalb kürzester Zeit unser aller Leben auf eine nie dagewesene, einschneidende Weise verändert. Es hält die Welt in Atem und hält unser aller Leben an. Heute ist für uns daher nicht der Tag der klassischen Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition. Wir Grüne wollen und wir werden uns als Oppositionsfraktion dieser historischen Krise stellen. Wir wollen staatspolitische Verantwortung mit übernehmen. Wir unterstützen die Landesregierung bei dieser riesigen Herausforderung und bieten unsere konstruktive Mitarbeit an. Wir unterstützen die Landesregierung, damit die Hilfen schnellstmöglich dort ankommen, wo sie jetzt dringend gebraucht werden. Rechthaberei auf der einen Seite oder Überbietungswettbewerbe, wie man ja bei den Ländern untereinander erleben konnte, auf der anderen Seite, das bringt uns jetzt nicht weiter, denn nur gemeinsam können wir diese immense Herausforderung meistern. Dazu gehört für uns aber auch eine konstruktiv-kritische parlamentarische Opposition, die eigene Vorschläge macht, auf Defizite hinweist. Und dieser Herausforderung werden wir uns nicht nur heute stellen. Im Kampf gegen die Zeit wurde das öffentliche Leben zu Recht auf ein Minimum reduziert, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Nur wenn jetzt über eine längere Zeit die direkten Begegnungen von Menschen massiv reduziert werden, gibt es eine Chance, dass die Kurve sich abflacht, die Infektionen zurückgehen und letztendlich weniger Menschen sterben und unser Gesundheitssystem nicht komplett überlastet wird. Oberste Priorität hat daher auch für uns jetzt die Gesundheit der Bevölkerung und die Aufrechterhaltung der bestmöglichen Versorgung für unsere Menschen in Nordrhein-Westfalen. Daher gilt mein erster Dank all denjenigen, die genau dafür Tag und Nacht arbeiten, die in einem riesigen Kraftakt an der Belastungsgrenze und darüber hinaus rund um die Uhr die Versorgung der Kranken sicherstellen. Herzlichen Dank an alle Ärztinnen und Ärzte, an Pflegerinnen, an Pfleger, an die Ehrenamtlichen, die Hauptamtlichen im Katastrophenschutz, die Hilfsorganisationen, Arzthelferinnen, Arzthelfer sowie Apothekerinnen und Apotheker. Herzlichen Dank, dass Sie für diese Kranken in dieser Zeit alles geben. Mit diesem Dank verbunden muss Ihnen aber auch konkrete Unterstützung zukommen. Alle verfügbaren Ressourcen, sowohl beim Personal als auch bei der fast überall fehlenden Schutzkleidung und bei der Bereitstellung von Bettenkapazitäten, müssen jetzt mobilisiert werden. Mit einem Hilfshorn muss aus unserer Sicht zusätzliches Personal durch Aufstockung beispielsweise von Teilzeitkräften, die Aktivierung von nicht mehr im Dienst befindlichen Fachkräften oder der Einsatz von Studierenden natürlich ohne Nachteil für ihr Studium oder Rentnerinnen oder Rentner zur Unterstützung außerhalb des Corona-Bereichs eingesetzt werden. Alle Möglichkeiten der zusätzlichen Produktion von Schutzkleidung durch Unternehmen der Bekleidungsbranche, die sich jetzt melden, all diese Möglichkeiten müssen jetzt schnell ausgenutzt werden. Schnellstmöglich müssen die hilfssuchenden Arztpraxen damit ausgestattet werden. Wir unterstützen auch ausdrücklich, der Ministerpräsident hat es heute auch erwähnt, dass jetzt geplant wird, Bedienstete des Landes zur Unterstützung der örtlichen Gesundheitsämter zu entsenden. Sehr geehrte Damen und Herren, mit den ergriffenen Maßnahmen zur Kontaktverboten sind die massivsten Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten verbunden, die wir je in der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen haben. Das ist in der Abwägung auch für eine Bürgerrechtspartei wie die Grünen, das ist in der Abwägung auch für uns verhältnismäßig und geboten, weil der Staat den Schutz der Gesundheit aller jetzt im Blick haben muss und in den Mittelpunkt stellen muss. Aber alle Eingriffe in Freiheitsrechte müssen in einer Demokratie befristet sein und immer wieder auf ihre Notwendigkeit überprüft werden. Demokratien haben Mechanismen, um einerseits schnell handlungsfähig zu sein, aber sie haben auch die Fähigkeit, das eigene Handeln immer wieder zu hinterfragen, zu überprüfen, auch Fehler zu erkennen und dann notwendige Anpassungen
oder Korrekturen vorzunehmen. Ich habe Vertrauen in unsere Demokratie, in unseren liberalen Rechtsstaat, dass sie sich auch in diesen Kreisen als handlungsfähig bewähren wird. Die Folgen der Corona-Krise sind eine seit dem Zweiten Weltkrieg nie dagewesene Herausforderung für unsere Wirtschaft. Das IFO-Institut rechnet je nach Szenario mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung von 7 bis 20%. Das heißt, die Kosten dieser Krise werden alles übersteigen, was wir an Wirtschaftskrisen in der Bundesrepublik je erlebt haben. Anders als in der Bankenkrise vor gut 10 Jahren sind jetzt nicht nur systemrelevante Banken betroffen und müssen gerettet werden, sondern fast die gesamte Realwirtschaft. Und ja, das ist in der Tat insgesamt systemrelevant. Mit all den massiven Auswirkungen für die Beschäftigten, die jetzt vor Kündigungen stehen oder denen durch Kurzarbeit Lohneinbußen drohen. Kollege Kutschaty hat es dargestellt, was das im Einzelfall bedeuten kann. Minijobberinnen oder aber auch die Studierenden, die jetzt ihre Jobs, die sie brauchen, für ihren Lebensunterhalt verlieren. Hier brechen zum Teil existenzielle Einnahmen weg. Ich will hier nicht alle Bereiche der Wirtschaft aufzählen. Das ist genannt worden. Wir alle haben die dramatischen Hilferufe in unseren Mails tagtäglich. Es sind fast alle Bereiche der Wirtschaft betroffen. Auch der Kultur, der Kreativwirtschaft, den Dienstleistungsgewerbe, die Solo-Selbstständigen bis hin zu den großen Betrieben. Der Staat muss jetzt die kommende Insolvenzwelle auffangen. Und auch diese Kurve muss abgeflacht werden. Zur Not muss dies auch aus unserer Sicht mit Staatsbeteiligung erfolgen, wenn es denn für die Aufrechterhaltung wirtschaftlicher Abläufe und die Sicherung von Arbeitsplätzen notwendig ist. Denn es sind ja gesunde Unternehmen, die derzeit in die Krise kommen und die mithilfe des Staates durch die Krise kommen müssen, damit auch danach das Wirtschaften weitergehen kann. Wir unterstützen daher alle von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung, die Steuerstundungen oder auch die zum Bundesprogramm ergänzenden Zuschussmöglichkeiten für kleinere Betriebe. Das Geld zur Verfügung stellen ist das eine. Ich glaube, das ist für uns, wir stehen wirtschaftlich gerade als Staat sehr gut da, vielleicht noch das Einfachere als das Geld dann auch bereitzustellen und zu bewirtschaften. Das wird die weitaus größere Herausforderung sein. Wir haben diese Strukturen im Land durch die Bezirksregierung, wir haben die NRW-Bank, wir haben gut aufgestellte Behörden. Aber Herr Ministerpräsident, Herr Pinkwart, ich glaube, auch die müssen wir jetzt deutlich ertüchtigen, damit das Geld auch verausgabt werden kann. Sie haben die Hilferufe auch. Alle fragen jetzt, wo können wir wie das Geld beantragen? Das muss schnell gehen, das muss leider schnell gehen. Ich weiß, Verwaltungen sind Tanker, die man nicht einfach jetzt hochfahren kann, aber die brauchen jetzt das Geld. Und ich hoffe, das schaffen die Behörden jetzt schnell, das Geld auch an die richtigen Stellen zu bringen. Wir stimmen ebenfalls heute gleich dem vorgelegten Rettungsschirm und dem Nachtragshaushalt zu. Aber wir sagen auch ganz klar, dieses Parlament hat auch und besonders in Krisenzeiten ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, die Mittel zielgerichtet zu verwenden, wenn der Anspruch eines gemeinsamen Handelns ernst gemeint ist. Und schön, wenn ich dabei ausnahmsweise mal dem Kollegen Löttgen in dieser Debatte voll zustimmen kann, denn auch er hat das in dieser Rede erwähnt. Dieses Parlament muss jetzt auch Verantwortung übernehmen. Und es ist zwar die Stunde der Legislative, aber hier muss entschieden werden, wofür das Geld am Ende ausgegeben wird. Und dazu haben wir im Gesetz ja bislang noch nicht viel Konkretes. Das kann es auch nicht geben. Das ist richtig. Aber wenn der Rettungsschirm, wie es im Gesetz ganz allgemein heißt, ich zitiere, zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise verwendet werden soll, dann müssen wir hier noch mal klarstellen, wo es uns auch darum geht, was nicht unter die Räder kommen darf. Für uns sind selbstverständlich die gefährdete Realwirtschaft und die damit verbundenen Arbeitsplätze systemrelevant und müssen gerettet werden. Aber genauso systemrelevant ist die Aufrechterhaltung unserer sozialen Infrastruktur. Schon jetzt sind keine Plätze mehr in den Frauenhäusern frei, weil Stay Home für uns alle positiv besetzt ist. Aber für viele Frauen bedeutet das häuslicher Gewalt permanent
ausgesetzt zu sein. Herr Reul, Sie haben die Zahlen von der Polizei mit zunehmenden Einsätzen der häuslichen Gewalt. Das wird weiter zunehmen. Schon jetzt gibt es keine Plätze mehr in Frauenhäusern. Das Gleiche gilt leider auch für viele Kinder in unserem Land. Die Inobhutnahmeplätze werden knapp. Stay Home ist für Wohnungslose nicht umsetzbar, weil sie kein Zuhause haben und die Notunterkünfte jetzt nicht voll belegt werden können. Nahezu alle Wohnungslosen zählen ja zu den Risikogruppen und stehen jetzt auf der Straße. Stay Home kann für viele Alleinlebende, ältere Menschen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen ja geradezu gefährliche Auswirkungen haben auf ihre psychische Gesundheit. Psychotherapeuten können telefonische Beratung beispielsweise nicht abrechnen. Das müssen sie aber gerade tun, damit diese Menschen durch die Krise kommen. Die Armen in unserer Gesellschaft, die auf die Tafeln leider angewiesen sind, die stehen jetzt vor verschlossenen Türen. Die Hälfte der Tafeln hat inzwischen geschlossen. Oder auch Kinder aus einkommensschwachen Familien, die nicht mehr in der Schule oder in der Kita versorgt werden können. Da wird die Versorgung ja erstattet und bezahlt. Diese Kinder stehen zum Teil zu Hause vor leeren Kühlschränken. Ich könnte diese Liste noch vervollständigen und weiterführen. Aber eins ist klar, es sind sehr viele, die davon betroffen sind. Und um die Versorgung all derjenigen zu sichern, die auf mehr Hilfeleistungen jetzt angewiesen sind, müssen wir auch für diese Menschen und für diese Strukturen Mittel zur Verfügung stellen. Und auch die brauchen einen Rettungsschirm. Für telefonische Beratung oder beispielsweise die Anmietung von zusätzlichen Apartments zur Unterbringung oder für die Anmietung von Hotels, wie es in der Stadt Düsseldorf auch derzeit praktiziert wird. Natürlich kann sich eine Stadt wie Düsseldorf das eher leisten als andere Städte. Und deswegen müssen gerade die Kommunen können mit diesen Dingen jetzt nicht alleine gelassen werden. Die Freie Wohlfahrtspflege hat dazu bereits eine Stellungnahme abgegeben, die wir ausdrücklich unterstützen. Und das Land kann die Kommunen insgesamt nicht alleine lassen mit dieser Situation, denn die Auswirkungen sind auch jetzt schon spürbar. Insbesondere den finanzschwachen Kommunen drohen ohnehin wegen sinkender Steuereinnahmen in Milliardenhöhe und höheren Ausgaben, ihnen drohen jetzt neue Kassenkredite. Und wir wissen, Nordrhein-Westfalen Kommunen sind da ja nun leider, weil es noch keinen Altschuldenfonds gibt, immer noch hoch belastet. Sie drohen in die bilanzielle Überschuldung zu kommen. Sie haben wegbrechende Einnahmen, auf der anderen Seite die höheren Ausgaben. Kurzfristig müsste aus unserer Sicht das Land den Städten und Gemeinden Zugang zu zinslosen Krediten zur Finanzierung ihrer Aufgaben gewähren, Finanzhilfen leisten. Wir müssen uns das Haushaltsrecht angucken, ob das entschärft werden kann. Auch können die Kassenkredite als Folge der Corona-Krise in das Aufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank beispielsweise aufgenommen werden oder sie müssten anderweitig abgebaut werden. Auch die Kommunen brauchen aus unserer Sicht einen Rettungsschirm und auch die sind für unser Gemeinwesen systemrelevant. Schlussendlich müssen wir daran denken, dass mit Überwinden der akuten gesundheitlichen Krise Vorsorge für kommende Herausforderungen getroffen werden muss. Denn auch wenn unser Gesundheitssystem im europäischen Vergleich verhältnismäßig gut aufgestellt ist, so merken wir doch jetzt leidvoll, dass wir nicht ausreichend auf diese Krise vorbereitet waren. Der öffentliche Gesundheitsdienst in den Kommunen war und ist unterfinanziert. Und diejenigen, die in den Kliniken arbeiten, sind schon im Normalbetrieb überlastet und an ihren Grenzen. Die Personalnot in den Pflegeberufen hat auch mit den Arbeitsbedingungen dort zu tun und mit der sehr niedrigen Bezahlung. Diese jetzt so sehr und viel beschworenen systemrelevanten Berufe, diesen Menschen, denen wir jetzt aus vollem Herzen aufrichtig unseren Dank aussprechen, diese Berufe und diese Menschen sollten uns zukünftig mehr wert sein. Wir brauchen perspektivisch brauchen wir mehr Personal, wir brauchen mehr technische, mehr digitale Unterstützung, wir brauchen Entlastung von Bürokratie. Das wird dauerhaft mehr Geld kosten, aber es lohnt sich zu investieren, denn es geht um unsere aller Gesundheit und damit wir uns besser auf kommende Krisen
vorbereiten. Wir brauchen dafür auch eine Pandemiestrategie. Ja, das sind Erfahrungen aus dieser Krise, dass wir tatsächlich solche Dinge besser vorbereiten müssen. Dazu gehört wahrscheinlich auch, Herr Laumann, dass Schutzausrüstungen, die jetzt überall fehlen, dass die in ausreichender Zahl vorgehalten werden. Und es braucht einen auskömmlich ausgestatteten öffentlichen Gesundheitsdienst. Auch darum werden wir uns nach der Krise kümmern müssen. Und wir werden nach der Krise, damit die Wirtschaft danach wieder ans Laufen kommt, werden wir Konjunkturprogramme brauchen, um die angeschlagene Wirtschaft anzukurbeln. Die notwendigen Investitionsprogramme können sehr viel dazu beitragen, dauerhaft diese Arbeitsplätze zu sichern, aber eben auch nicht, dass blind Geld übers Land verteilt wird in Form von Abwrackprämien oder anderen Ideen, sondern wenn wir uns dran machen, mit den Investitionsprogrammen die Kommunen, die Wirtschaft auf der Strecke zu stärken, dann müssen wir dabei im Auge behalten, dass es um unseren Transformationsprozess hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften geht und dass zielgerichtet investiert wird, denn auch das muss jetzt in den Blick genommen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe mich dem Dank meiner Vorredner an. Ich danke allen herzlich, die gerade daran mitwirken, dass unsere Versorgungsstrukturen aufrechterhalten werden. Das ist die Kassiererin, das ist der Müllmann, das sind die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern, in den Pflegeberufen, unsere Infrastruktur, damit wir morgen in den Supermarkt wieder gehen können und einkaufen können. Und vielleicht steht dann ja morgen auch mal wieder ein Paket Nudeln im Regal. Das wäre ja dann auch noch mal was. Ich wünsche allen diesen Menschen viel Kraft, viel Ausdauer auf unserem gemeinsamen Weg aus dieser Krise. Und ich wünsche mir, dass wir den Zusammenhalt und die Solidarität, die wir tagtäglich in dieser Krise gerade erleben. Auch mein Vater kann ich derzeit nicht mehr besuchen, das mache ich nicht. Er ist 89, lebt alleine und die Nachbarin bietet sich an, für ihn einkaufen zu gehen. Das sind Gesten, die derzeit tagtäglich in den Nachbarschaften stattfinden. Lassen Sie uns was von dieser Solidarität, von diesem Zusammenhalt, lassen Sie uns davon was hinüberretten, wenn wir hoffentlich bald wieder in den Alltag zurückfinden. Denn das kann dieser Gesellschaft nur gut tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.